Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute geht es mal wieder um einen Giftcast to Friends und ich bin ehrlich Leute, ich kann es nicht fassen, dass ich dieses Video mache, denn diesen Glitch, den ich euch heute zeige, ist eigentlich gepatcht gewesen, aber Rockstar Games meinte, ey yo, wir patchen mal die letzte Variante vom Giftcast to Friends und ja, jetzt gibt diese Variante wieder und deswegen Leute, zeige ich euch hier jetzt so gesehen die Afterpatch-Variante vom Giftcast to Friends, die wieder funktioniert, wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist und Rockstar irgendwie einfach nur Fails baut, lass mal fetten Like fürs Video da. Und außerdem, Leute, für die, die ich noch nicht kenne, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Und am Ende des Videos, Leute, habe ich eine kleine Überraschung für euch, also bleibt dran. Gut, was braucht ihr denn überhaupt für diesen Glitch? Also, was ich hier erstmal sagen muss, Leute, bei diesem Glitch gibt es eine Solo-Verglitch-Variante und eine Verglitch-Variante, wo ihr euren Freund braucht. Nur, dass ihr es wisst, ich werde beide Varianten hier erklären. Aber Leute, für diesen Glitch braucht ihr die LSK-Mitgliedschaft, denn ihr müsst hier die Teststrecke benutzen können. Außerdem, Leute, braucht ihr hier einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge, Leute, braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Zum Beispiel einen kostenlosen Elegy oder, wie ich im Video, den Faccio-Roller für 5000. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch eine Arena oder einen Nachtclub. Und in der Arena oder Nachtclub braucht ihr einfach ein normales Fahrzeug da drin stehen. Und nein, dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Und Leute, ich betone hier nochmal, Arena oder Nachtclub. Ihr braucht nicht beides. Und zu guter Letzt, Leute, braucht natürlich auch einen Freund, der euch eventuell bei diesem Glitch unterstützt. Und außerdem optimalerweise sollte auch euer Freund das Fahrzeug haben, was ihr gerne haben möchtet. Habt ihr das Ganze sehr gut. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes, Leute, seid ihr mit eurem Freund in einer Einladungssitzung. Denn ihr müsst jetzt hier zu LSK Meet. Seid jetzt mit eurem persönlichen Fahrzeug in LSK Meet angekommen, Leute, steigt ihr wieder in eurem Fahrzeug ein, drückt Viereck und geht dann auf die Teststrecke und mit anderen Spielern beitreten. Denn wir müssen hier auf die Teststrecke. Seid ihr auf der Teststrecke angekommen und haltet jetzt Dreieck gedrückt, werdet ihr merken, dass ihr dadurch wieder ins Exit-Menü kommt. Und das ist gewollt, Leute. Denn wir müssen jetzt so gesehen schaffen, diesen Exit-Menü gleichzeitig auch das Optionsmenü zu öffnen. Also mit anderen Worten, Leute, ihr drückt jetzt hier wieder Kreis, damit ihr auf der Teststrecke seid. Denn statt wir die Dreieck gedrückt halten, um dieses Exit-Menü zu bekommen, drücken wir jetzt erstmal die Optionstaste. Und zwar halten wir das Ganze, damit das Optionsmenü sich nicht öffnet. Aber sobald ihr loslasst, würde sich das öffnen. Nur so als Info. Denn sobald ihr die Optionstaste gedrückt haltet, haltet ihr jetzt auch die Dreieckstaste gedrückt. Denn ihr müsst die Optionstaste kurz bevor das Screen sich vorlädt, wieder loslassen. Und das Ziel ist es natürlich, im Exit-Menü zu sein und gleichzeitig das Optionsmenü anzuhaben. Gut, in meinem Fall ist das hier einfach beim dritten Versuch geschafft. Habt das Ganze auch geschafft, Leute, müsst jetzt aufs Kartenmenü gehen, denn ihr müsst jetzt hier einen Job starten über die Karte. In meinem Fall ist hier einfach macht zwei Kreuze das Rennen genommen und habt das mit Viereck gestartet. Aber Achtung, Leute, ihr bestätigt, dass ihr den Job starten möchtet, aber nur einmal X drücken, denn ihr dürft im LSK-Meet nichts drücken. Ganz wichtig. Gut, ihr werdet jetzt in den Job geladen, den ihr über die Karte gestartet habt. Ihr werdet auch merken, dass der Ladescreen zum Job irgendwie leicht verbuggt ist und daran könnt ihr schon erkennen, ja, sieht schon mal sehr gut aus. Denn ihr müsst jetzt einfach diesen Job wieder quitten. Seid ihr draußen angekommen, Leute, werdet ihr merken, dass ihr erstens mal auf dem Dach gespawnt seid und zweitens ihr gefreezt seid. Ihr könnt hier nichts machen. Um euch wieder zu entfreezen, gibt es hier auch zwei Wege, Leute. Einmal den Solo-Weg, den ich euch zeigen werde, und einmal den anderen Weg, wo ihr euren Freund braucht. Gut, die zweite Variante mit eurem Freund ist ziemlich einfach. Euer Freund startet jetzt in der Sitzung einfach einen Job für einen Titan, aber so, dass er in einem Jobmenü drin ist. Und ihr könnt ihn einfach übers Profil oder einfach über Optionsmenü einfach ihm beitreten und damit jede Meldung mit X bestätigen. Dadurch werdet ihr wieder entfreezen. Aber Leute, es gibt auch eine Solo-Variante. Und zwar gibt es für die PS4/PS5 so gesehen einen Bot, der genau das gleiche macht wie euer Freund. Aber er ist halt in seiner eigenen Sitzung und ist auch für einen Job für einen Titan drin. Das bedeutet, wir drücken jetzt die PlayStation-Taste, gehen ins PlayStation-Menü, gehen jetzt hier auf Freunde suchen so gesehen und geben jetzt diesen Namen ein. WinTryCL. Und zwar ist dieser Bot nämlich dieser WinTryCleric63. Und zwar, wenn ihr jetzt hier auf dein Profil geht, und nein, Leute, ihr müsst hier keine Freundesanfrage schicken oder sonst irgendwas,
werdet ihr merken, dass sein Profil öffentlich ist und dass ihr auch seht, dass er gerade GTA spielt. Das bedeutet, wir treten jetzt ihnen einfach bei und bestätigen wirklich jede Meldung mit X. Egal welche Meldung kommt, ob er einen Zielmodus hat etc. Ihr bestätigt hier einfach jede Meldung mit X. Und kurze Zeit später, Leute, werdet ihr natürlich auch hier eine Fehlermeldung erhalten, da seine Sitzung natürlich auch nur für Spieler mit Einladung ist und werdet wieder zurück aufs Dach geschmissen. Und jetzt seid ihr entfreezed. Und ihr müsst als nächstes jetzt einfach zu eurem Nachtclub oder Arena, je nachdem, was ihr besitzt. Gut, Leute, seid jetzt vor eurer Arena oder Nachtclub gespawnt, müsst jetzt ein Fahrzeug bestellen, was aus eurer Arena oder Nachtclub ist. Gut, in meinem Fall fahre ich schon das Auto aus der Arena, deswegen muss ich das jetzt hier nicht bestellen. Und zwar müsst ihr jetzt auch mit dem Auto in die Ebene reinfahren, wo das Fahrzeug auch drinnen steht. Und jetzt seht ihr auch, ob das Ganze jetzt funktioniert hat oder nicht, denn ihr werdet auf einmal einen verfuckten Ladescreen bekommen. Und zwar ist alles unsichtbar und es flackert und irgendwie komisch. Was müsst ihr machen, Leute? Ihr steigt einfach aus. Und kurze Zeit später werdet ihr auf der Oberfläche gespawnt. So, jetzt seid ihr theoretisch im Modus, Leute. Aber dieser Modus ist sehr flüchtig, da er manchmal durch die Map fällt und dann stirbt und dadurch ist der Modus dann wiederum weg. Und das Ganze irgendwie nicht zu haben, dass er durch die Map fällt und euer Modus dann wieder verschwindet etc., gibt es auch hier zwei Wege, die ihr machen könntet. Einmal ein Solo-Weg und einmal ein Weg, wo auch ein Freund braucht. Der Solo-Weg, den ich leider hier nicht machen kann auf den Account, ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Nämlich, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht auf Inventar und fordert euren RC-Bandito an. Habt euren RC-Bandito angefordert, theoretisch, müsst einfach nur Dreieck drücken, um wieder auszusteigen. Und wenn ihr blinkend spawnt, Leute, so wie hier im Clip, dann wisst ihr, perfekt, alles hat funktioniert und ich bin ready für ein Gift Cast to Friends. Aber wie gesagt, Leute, mein Account hat das ja gar nicht. Also sprich, mein Freund muss mir helfen. Sprich, was muss jetzt euer Freund machen? Euer Freund fährt jetzt einfach zum Apartment und ladet euch in seinen Apartment ein. Und ihr nehmt einfach diese Apartment-Einladung einfach an. Seid jetzt in seinem Apartment gespawnt, Leute, geht einfach wieder raus. Und zack, boom, bam, ihr seid jetzt auch ready für den Giftcast to Friends. Wie geil ist das denn, Leute? Und zwar findet der Giftcast to Friends an dieser Location statt. Ihr müsst jetzt zu dieser Location hinfahren und euer Freund sollte mit dem Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet von ihm, auch dort hinfahren. Sehr schön, seid ihr angekommen, müsst als erstes euren MOC zu euch bestellen. Mein Tipp, schaut hier gegen die Wand, damit euer MOC auch hinter euch spawnt und nicht irgendwo anders auf der Map. Denn ihr müsst diesen Giftcast to Friends wirklich hier machen, Leute. Sehr, sehr wichtig. Gut, ist euer MOC zu euch geliefert worden, müsst ihr jetzt das Fahrzeug aus eurem MOC anfordern, was für diesen Glitch ja verloren gehen kann. Zur Erinnerung, am besten einen kostenlosen LG oder einen Fudgy-Roller für 5000, was ich hier zum Beispiel benutze. Dafür geht ihr wieder ins Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale und persönliches Fahrzeug anfordern. Ist das Fahrzeug und euer MOC jetzt beides geliefert worden, steigt jetzt hier in euren kostenlosen LG bzw. Fudgy-Roller ein und euer Freund steigt als Beifahrer ein. Und ganz wichtig, Leute, euer Freund muss jetzt hier die Optionstaste drücken, damit das Optionsmenü offen hat. Und er lässt es jetzt auch einfach offen. Dann ihr fahrt jetzt mit eurem Fahrzeug wieder zurück zu eurem MOC. Und sobald ihr hier die rechte Pfeiltaste drückt, werdet ihr merken, dass ihr gefreezed seid. Aber auch nur für so circa 3 Sekunden, denn in dieser Zeit wird euer Freund wieder aus dem Fahrzeug rausgeschmissen und ihr seid entfreezed. Denn jetzt müsst ihr ein paar Meter zurückfahren. Denn das Wichtige ist, Leute, ihr müsst diesen blauen Punkt sehen können, während ihr zu Fuß seid. Das bedeutet, ich steige jetzt hier mal aus, guck nach. Ah, perfekt, der blaue Punkt ist da. Als nächstes, Leute, haltet ihr die untere Pfeiltaste gedrückt und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Das macht ihr bitte bei jedem Try, den ihr macht beim Giftcast to Friends. Sehr, sehr wichtig. Ihr werdet jetzt hier eine Meldung GTA erhalten, ob ihr sicher seid, dass es Story-Modus gehen wird, bla bla bla. Das lehnt ihr einfach ab. Denn als nächstes müsst ihr zu eurem MOC hingehen und geht es hier auf alleine beitreten. Ganz wichtig, auf alleine beitreten. Ihr werdet hier auch einen unendlichen Ladescreen bekommen. Aus diesem unendlichen Ladescreen wieder rauszukommen, Leute, müsst ihr hier einfach wieder einen Story-Modus-Charakter auswählen, so wie eben. Aber der Haken an der Sache, ihr seht das nicht. Ihr müsst das so gesehen nach Bauchgefühl machen. Das bedeutet, ihr halt die untere Pfeiltaste wieder gedrückt und wählt mit dem Stick einen Story-Modus-Charakter aus. Und wenn ihr es geschafft habt, Leute, es kann auch mal 2-3 Versuche brauchen, dann werdet ihr eine Meldung in GTA erhalten und diese Meldung müsst ihr einfach nur abbrechen. Und ihr werdet auf einmal merken, dass ihr gespawnt seid, aber unsichtbar. Und jetzt muss es schnell gehen, Leute, denn ihr müsst jetzt zum Fahrzeug hinrennen, was eurem Freund gehört und einfach einsteigen. Und zack, boom, bam, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn, Leute? Und das war schon die ganze Magie hinter diesem Giftcast to Friends. Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, lasst mal einen fetten Daumen nach oben da.
Aber Leute, natürlich keine Sorge, euer Freund verliert das Fahrzeug nicht. Ihr seht ja auch, Leute, dass ich genau die exakte Kopie erhalten habe von seinem Fahrzeug. Wir haben das gleiche Nummernschild, gleiche Tuning, Reifen etc. Ihr seht einfach, er hat das Fahrzeug immer noch und ich habe jetzt einfach das Fahrzeug auch. Aber Leute, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Und das stimmt auch, denn ich werde an Halloween ein Giftcast to Friendstream veranstalten. Das bedeutet, wenn ihr auch schöne gemoddete Fahrzeuge für mich haben möchtet, dann kommt auf meinen Discord-Server und seid beim Livestream mit dabei und bekommt Fahrzeuge von mir. Wie geil ist das denn? Und das Beste, Leute, für euch natürlich kostenlos. Also ihr verliert nichts, wenn ihr einfach mit dabei seid. Aber Leute, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und euch sogar weitergeholfen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen nach oben da. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, also let's go. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.